Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Runde im Fußballmanager 2019. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass das Projekt hier gut bei euch ankommt, denn es macht mir wirklich sehr viel Spaß, diesen Verein hier, diesen schwarz-gelben Verein, diese Religion zu managen. Ich habe vielleicht in den letzten Parts immer gesagt, so, wir haben jetzt zwei Spiele reingequetscht in eine Folge, habe dann aber gesehen, dass die Aufnahme schon wieder über eine Stunde dran war. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Verzeiht mir, dass es dann doch nicht so ist, ja. Aber die Folgen, ich will die nicht so extrem lang haben. Also halbe Stunde ist okay, aber eine Stunde, weiß ich nicht, ob euch das gefällt. Also wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, dass es okay ist, dann lasse ich mir Zeit bei den Folgen und mache alles sehr, sehr genau. Ja, und mache auch nichts so im Hintergrund, ja, dass ihr das nicht seht, sondern ihr seht dann alles. Diesmal habe ich tatsächlich gar nichts gemacht, sondern einfach aufgehört und an der Stelle gegen Wuppertal weitergemacht, wo wir gestoppt hatten. Oh, was ist das? Cottbus möchte Burnic ausleihen. Warum? Burnic muss, einen Moment, wie lange hat der Vertrag bis 2022? Das lehne ich ab. Nein, nein. Keine Anweisung, aber ich möchte ihn einfach nicht ausleihen. Das Taktik-Briefing übergebe ich natürlich an den Co-Trainer. Ja, deswegen haue ich die Folgen im Moment auch etwas zügiger raus. Ganz einfach, weil das noch die Vorbereitung ist und die Testspiele und ja, alles, was halt zu einer Vorbereitung dazugehört. Und oh, Herbert Bockhorn hat sich verletzt. Verletzt nach Sturz, Rippenbruch. Ach du Scheiße, 6 bis 7 Wochen Pause für unseren 23-jährigen Außenspieler. Das ist blöd, aber das ist zum Glück nicht der wichtigste Spieler. Das soll gar nicht böse klingen, aber das ist verzichtbar, also, ne? Die zweite Mannschaft ist mir jetzt nicht so wichtig. So, die Prämien müssen wir festlegen. Ob wir niedrig, normal oder hoch ansetzen. Also Bundesliga würde ich normal ansetzen tatsächlich. Pokal würde ich auch. Und Champions League, also internationaler Wettbewerb, würde ich tatsächlich hoch ansetzen. Nee, Bundesliga setze ich auch hoch an. Bundesliga und internationales Geschäft hoch und Pokal würde ich sagen normal. So möchte ich das. So, von wenn die Spieler ausgeschüttet werden, die einsatzabhängig verteilt würden. Ja, genau so. Wir wollen schon ordentliche Prämien bieten, wenn die Leute ihre Leistung bringen und wenn sie Titel erreichen, umso besser. So, Begegnung, Spielvorschau. Ach ja, Rückspielphase. Es ist hier die Champions League Qualifikation, die Hinspiele. Legia Warschau hat das Hinspiel gewonnen. Mich würde interessieren, Terminplan erste Mannschaft. Freundschaftsspiel, das Hinspiel, hat hier unser Schwarm gespielt? Nein. Ah ne, das ist auch gar nicht die richtige Seite. Hier, Szymanski hat nichts gerissen, aber er hat gespielt in der Champions League. Ist natürlich die Frage, in der Qualifikation, glaube ich, ist das noch gar nicht so krass, aber ich weiß gar nicht, ob der für mich überhaupt Champions League spielen dürfte. Schwachpunkt, ja, der Schwachpunkt war ja auch schon vorher da. Ist jemand aus dem Urlaub mal zurück? Marco Reus, nee, ich glaube Marco Reus. Am 20. Juli kommt er zurück, also in 2 Tagen. Ja, okay, dann werden die ja bald etwas besser.
So lassen wir das erstmal. Philipp ist natürlich ein bisschen platt wegen dem U19-Spiel. Das hat er ja voll durchgespielt. Aber ich würde sagen, dass Diallo von Anfang an mal spielen darf. Weil er hat ja nicht so viel Spielpraxis bei 60%. Und Sancho für Wolf. Damit der auch seine Spielpraxis kriegt. Philipp Diekmann, der braucht es jetzt nicht unbedingt. Rode muss natürlich spielen. Und Ferrei. Wir lassen Götze einmal draußen. Ferrei spielt die erste Halbzeit auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal weiter. Weigel muss auch wieder spielen. Ist halt alles blöd, weil die alle ziemlich, ziemlich belastet sind. Aber deswegen habe ich ja schon ein paar aus der zweiten Mannschaft geholt. Und die können auch bisher wirklich gut überzeugen. Wir machen direkt Anstoß, keine Ansprache vor dem Spiel. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf. So. Los geht's. Das erste Testspiel ziemlich früh in dieser Folge gestartet. Aber... oh, klasse Flanke. Aus dem Halbfeld. So, ich bin gespannt, wie stabil ist der Torwart, wie stabil ist die Abwehr. Ist ja Wuppertals große Schwäche. Ist aber jetzt auch wieder kein Maßstab. Sergio Gomez, Pulisic und Diallo. Oha, fast unser Abwehrspieler hier. Auf jeden Fall der Erste, der hier einen Schuss aufs Tor bringt. Ja, das sieht jetzt eher nach Abfangen aus. Oh, was für ein Fehler von Zagadou. Oh mein Gott. Aber dann der Gegenstoß. Boah, was für eine Flanke. Kopfball. Pulisic, ja, kein Kopfballungeheuer. Aber da hat Zagadou einmal ganz schön gewackelt. War jetzt eher so semi-gut von ihm. Rode. Pulisic, wieder Rode. Und Sancho und Ferrei. Schade, abgeblockt. Ecke, die könnte Gomez ausführen. Macht er auch. Ah, nicht ganz so gut. Aber Sancho, wieder Gomez, kein Abseits. Pulisic, Gomez. Ah, Flanke war nicht gut. Könnte genau auf Rode spielen. Der haut den nochmal rein. Auch nicht so gut. Sancho, er läuft sich den Ball. Diallo wieder nach außen. Aber das war nicht so stark. 3:0 Schüsse aufs Tor. Pulisic sieht gelb und das gibt Freistoß. Und 1:0 für Wuppertal. Ja, Pagano. Ein Moment, wir warten diese Chance noch ab. Gomez. Ja, Rode feuert drauf. Von Zuruf überfordert, ist mir scheißegal, die sollen sich konzentrieren. Kann ja nicht sein, dass sie hier gegen Wuppertal das Gegentor fressen. Gomez, guter Pass. Rode, guter Pass. Sancho an den Pfosten. Ach du Scheiße. Das können die doch nicht ernst meinen. Okay, alle sind wieder gelassen. Die sollen sich trotzdem konzentrieren. Pulisic hat das Tor verursacht. Mit seinem blöden Freistoß. 4:1 Schüsse aufs Tor und der eine war halt drin. Das ist so ärgerlich immer. Also das Verhalten von Pulisic, das geht mir echt auf den Keks. Der spielt so schlecht. Also da überlege ich mir tatsächlich, wenn dann ein gutes Angebot kommt, ob ich das nicht annehme, weil Pulisic enttäuscht. Der enttäuscht. Wir haben hier die bessere Mannschaft. Na klar haben wir hier die bessere Mannschaft. Ja. Hörte nervös zu. Ihr könnt auch ruhig nervös sein, weil das, was ihr da spielt, ist ziemliche Scheiße.
Also Rode, so wirklich stark ist da niemand heute. Jetzt sind die sogar ängstlich da vorne. Das kann ja nicht in der Ernst sein. Ja, schön dazwischen, leider. Ach ja, das war eine Schwalbe, oder was? Ferrari. Ja, das war mal eine gute Aktion. Das war mal eine gute Aktion. Und das von Ferrari, von dem 17-Jährigen. Meint ihr das ernst, oder was? Okay, die wechseln schon. Wir werden erst ab der 60. wechseln. Hab ja auch schon ein paar Kandidaten. Einer davon ist Pulisic. So. Genau, Pulisic geht raus. Wolf geht rein. Auch wegen der gelben Karte natürlich, aber auch wegen seiner beschissenen Leistung. Diekmann für Rode. Einfach um die Belastung ein bisschen zu regulieren. Zagadou genauso. Ferrari ist auch platt, da kommt Götze rein. Weigel und Gomez sind eigentlich platt. Ja, beste Position Stürmer. Ich würde gerne die anderen Positionen noch sehen, aber sehe ich hier leider nicht. Ja, Weigel. Das tut mir echt leid, ne? Aber Weigel muss ich rausnehmen. Und die beiden tauschen. Und das war's erstmal. Das sind ja auch genug Wechsel jetzt. 5 Wechsel an der Zahl. Ich bin ja auch sowas von unzufrieden. Sowas von unzufrieden. Das können die nicht ernst meinen. Kontrolliert. Wir werden jetzt mal ein bisschen offensiver spielen. Diekmann mit dem Einwurf. Götze holt sich den Ball. Und Schmelzer, hau ihn rein. An die Latte. An die Latte. Und jetzt kommt der Konter, oder was? Nee. Haut der das Ding an die Latte? Ich raff's nicht. Okay, Viertelstunde vor Schluss wird auch Alcázar noch ausgewechselt. So, wir spielen offensiver. Diekmann. Götze, Dahoud. Boah, starker Schuss. Ganz starker Schuss. Jetzt kommt der Wechsel. Oh mein Gott, Toprak. So, wir werden jetzt sehr offensiv spielen. Was haben wir zu verlieren? Es steht ja eh schon 1-0 für Wuppertal. Wir müssen drücken. 8:1 Schüsse aufs Tor. Das kann nicht wahr sein, dass wir die Chancen nicht nutzen. Schmelzer. Sancho. Dahoud. Wolf, spiel rüber. Boah. Digga, rote Karte. Rote Karte für Hagemann. Zum Glück hat sich Wolf nicht verletzt bei der Aktion. Scheiße, und er hätte fast das Tor gemacht. Ein Mann mehr. Drückende Offensive von uns. Ja, das war ja absolute Pisse. Aber Gomez. Rüber zu Diekmann. Ja, jetzt hier Dauerdruck natürlich. Wieder über Diekmann. Wolf, Diekmann flankt den jetzt mal schön rein. Ja, das war eher wieder Pisse. Okay, der Einwurf war... Oh mein Gott, wie kann man denn den Ball wieder vertändeln? Das können die nicht ernst meinen, wirklich. Ja, jetzt hält er die ganze Zeit den Ball. Jawohl, Sancho holt ihn sich endlich. Sehr gut. Und jetzt
eine schlechte Flanke. Es ist nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht hatte. Trotz krasser Offensive, trotz einem Mann mehr, kriegen die das hier nicht hin, vernünftig das abzuschließen. So, Flanke. Unfassbar, wirklich unfassbar. So, letzte Möglichkeit. Ja, das gibt nochmal einen Freistoß. So, Gomez. Willst du mich verarschen, du Spinner? Ehrlich, begrab dich, Gomez, begrab dich. Sau schlecht, ich werde die so zusammenfalten jetzt. Wie kann man gegen Wuppertal so beschissen spielen? 10 Schüsse aufs Tor, kein einziges Tor und ein Schuss von Wuppertal und der geht rein und wir verlieren 1-0, obwohl wir in allen Bereichen 19-2 Schüsse. 19-2 Schüsse. 8-1 Ecken. 66% Ballbesitz. 90% erfolgreiche Pässe. Also, die Statistik, statistisch haben wir die vom Platz gefegt, aber am Ende haben die trotzdem gewonnen. Das ist unfassbar. Und ich werde hier auch, ne? Zum Glück war das nur ein Freundschaftsspiel. Ihr müsst in den Pflichtspielen, ihr müsst euch in den Pflichtspielen schon steigern, wenn ihr bestehen wollt. Ja? Und das sehen die meisten auch tatsächlich so, wie ich das sehe. Das war unsere erste Niederlage, zum Glück. Wirklich, zum Glück war das nur ein Testspiel. Legia Warschau? Oder sind das nur Freundschaftsspiele hier? Ich glaube, das sind nur Freundschaftsspiele. Naja. Ah, hier ist Legia Warschau, Moment. Ja, die haben 3-0 gewonnen. Der Spieler, an dem wir interessiert sind, der hat das aber... Der hat jetzt nichts Besonderes gerissen. Wuppertal im siebten Himmel, natürlich. Die haben 1-0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Ja, kann man denen jetzt nicht übel nehmen, dass die im siebten Himmel sind. Möchte ich denen auch gar nicht übel nehmen, es sei ihnen gegönnt. Weil, ja, wir waren beschissen, ganz einfach. So, gegen Sportfreunde Lotte. Die sind in der dritten Liga. Wuppertal ist, glaube ich, noch eine Klasse drunter gewesen, oder? Wuppertal? Wuppertal, ja, hier steht gar nichts. Regionalliga West, ja klar. Die sind tatsächlich unterirdisch schlecht eigentlich und wir haben verloren gegen die. Ich kann das nicht begreifen. Schmelzer war der beste Mann und der war ziemlich schlecht. Er hat ein paar Pässe an den Mann gebracht, aber 9% seiner Flanken sind angekommen, also wahrscheinlich nur eine. Alcázar war sehr, sehr schwach. Also die waren eigentlich alle sehr schwach. Oha! Sebastian Szymański bestätigt Dortmund-Wechsel. 6 Millionen Euro Ablöse, 481.000 Gehalt. Großes Talent. Einige Bonuszahlungen können da noch hinfließen, die aber nicht ins Gewicht fallen. Akzeptieren wir, natürlich. Wir stimmen dem Geschäft auf jeden Fall zu. Und wir haben immer noch 18 Millionen Transferbudget übrig, wo wir noch kleinere Vereine um ein paar Spieler erleichtern können. Transfer- und Vertragsvorschläge. Großes Potenzial. Wie gewünscht habe ich Ihnen meinen zweiwöchentlichen Bericht zwecks Transfers und Vertragsentscheidungen zusammengestellt. Vollzeitvertrag anbieten. Hat nicht das Potenzial, um nützlich für uns zu werden.
Ja, dann wollen wir ihm doch einen Vertrag anbieten. Wie alt ist er? 16 Jahre? Was hat er für einen Vertrag? Der hat einfach einen Jugendvertrag, glaube ich, noch. So, Vertrag anbieten. Ja, das sind halt die normalen Sachen. Da braucht man eigentlich nichts zu machen, außer ihm vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag anbieten. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sie hören von uns. Oh, habe ich dem gar nicht den Vertrag angeboten? Also, Vertrag abschließen. So, das habe ich vergessen. Und hier... Albin Taki ist bei Schalke ausgebildet worden und wir sollen dem einen Vertrag anbieten. Der ist auch erst 16. Wir bieten ihm aber trotzdem den Vertrag mal an. Ja, der wird ein bisschen günstiger. Den kann man auch nur einen 2-Jahres-Vertrag anbieten. Ja, okay, da gucken wir mal und die anderen hier, die lassen wir... Die lassen wir, wie sie sind. Weil anscheinend sind die nicht stark genug. Ametov, ja. Weiß ich nicht. Vertrag läuft halt aus bei denen. Scuderi, 20 ist er halt schon. Und Amos Pieper, 20. Lassen wir alle erstmal so auslaufen, wie sie sind. So. So, Sebastian... Szymanski. Sehr, sehr schön. Er hat ein erhöhtes Verletzungsrisiko, aber ja, keine Ahnung. Das ist für mich kein Kriterium, einen Spieler nicht zu verpflichten, wenn er uns weiterbringt. Szymanski. Wo springt der rum hier? Hä, bin ich blöd? Ist er in der zweiten Mannschaft? Nicht wirklich. Und in der U19? Ach ja, der ist in der U19, okay. Ja gut, dann ist er halt in der U19, das macht ja nichts. Da wäre er sowieso gelandet. Der muss ja erstmal noch ein bisschen besser werden. Und die U19 hat ja bald ein Spiel wieder gegen keine Ahnung wen. Auf jeden Fall haben die bald ein Spiel. Scouting-Bericht. Das Team im Allgemeinen besitzt ein hohes Maß an Beweglichkeit. Das ist ihre Stärke. Verteidigung und gegnerische Formation 4-4-2. Ist nicht so gut, aber wir spielen eh nicht im 4-4-2. Sind irgendwelche großartigen Talente dazugekommen? Ja, Callum Hudson-Odoi ist dazugekommen. Das ist tatsächlich ein Riesentalent. Von Chelsea. Hat kein Bild. Ist eher überraschend, dass er kein Bild hat. 17 ist der. 17. Callum Hudson-Odoi. Und ansonsten ist da jetzt keiner, der mir auffällt. Christopher Ajay. Ja, wie sind denn seine Werte? Der ist erst 20. Und seine Werte sind gar nicht mal so übel. Seine Werte sind gar nicht mal so übel. Sein Potenzial ist auch nicht so schlecht. Aber er ist halt ein teurer Spieler. Callum Hudson-Odoi ist ganz okay. Machen wir mal ein Angebot. Über einen Transfer. Der wird natürlich nicht günstig sein. Machen wir 7,5 Millionen. Ist ein guter Scheiß. Nach Ligatoren. Nach Liga-Einsätzen. Nach 20 Spielen
in der Liga würde er nochmal eine halbe Million geben. Also dann wären wir bei 8 Millionen. Den schicken wir einfach das Angebot und fahren fort. Genau, macht Angebot für Callum Hudson-Odoi. Das ist vollkommen richtig. Dürft ihr auch von mir aus drüber berichten, macht ja nichts. Legia Warschau möchte jetzt natürlich den wieder zurück ausleihen. Möchte aber natürlich kein Gehalt zahlen. Möchte den einfach nur wieder zurück ausleihen. Nee. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt ausleihen. Der wird erstmal in unserer U19 spielen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Zorg spielt die Dings herunter. Was war das? Sie sitzen nun neben ihrem Neuzugang Szymanski. Sind sie zufrieden, ihren Mann bekommen zu haben? Ich bin glücklich, aber ich erwarte keine Wunderdinge, sagt er einfach. Ist er blöd? Sapinto, wer auch immer, wen auch immer, der gerade trainiert. Interesse an Szymanski. Ja, ihr habt alle Interesse an Szymanski plötzlich, wo er bei uns ist. Ein bis zwei Tage fällt Wolf aus. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Durch Überlastung, alles klar. Aktuelles Angebot. Das für ihre Mannschaft ein wichtiger Transfer ist, bla bla bla. Chelsea hat 8 Millionen Angebot abgelehnt. Okay, dann machen wir ein 8,5 Millionen Angebot. Und was wollen die? 116 Millionen. Hä? Ist das deren Ernst? Sind das solche utopischen Summen? Unterschätze ich das alles, oder was? Ich kann doch nicht 116 Millionen für den bezahlen und dann noch die Klausel, wenn ich ihn weiterverkaufe, dass die nochmal 40% abkassieren. Also, das muss ich direkt abbrechen. Also, das sind ja irrsinnige, absolut irrsinnige Forderungen. Rode trainiert mal wieder wie ein Stück Scheiße. So, Ferrari haben wir gelobt für seine herausragende Trainingsleistung. Lotte, ist auch egal. Ja, Lotte hat 1-0 gewonnen. Gegen einen etwas, ja, nee, komplett unbekannten Verein, der sagt mir 0. Aber wir sind auch noch nicht bei Lotte. Unsere U19 spielt aber. U19 von Dortmund gegen die U19 von Braunschweig. Es ist 1-1 ausgegangen. Robin Kerr hat getroffen. Wo ist Szymanski? 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 Hä, hat er nicht gespielt? Oder übersehe ich den? Also für mich sieht es so aus, als hätte er nicht gespielt. Was ich nicht verstehen kann. Aber okay, scheint dann halt so zu sein. Ich stelle die ja auch nicht auf, von daher. Sterling würde einfach 236 Millionen Euro kosten. Das ist doch irrsinnig. Maximilian Arnold wäre vielleicht noch eine interessante Personalie, auch für unser Mittelfeld. Der ist 24, er ist deutsch, in Deutschland ausgebildet. Man würde ihn für 17 Millionen oder so bekommen. Potenzial ist noch nicht komplett ausgeschöpft, also er kann sich schon auch noch steigern. Ja. Weiß nicht. Also ich würde schon gerne mein Transferbudget noch ausgeben, aber ich habe halt auch nur noch 18 Millionen.
Arnold würde mich 17,25 kosten. Laut Scout wird maximal das gefordert. Aber ich sehe auch im Moment echt keinen Bedarf. Kein Bedarf für solche Sprünge. Ja, oh, hier ist noch einer von Legia Warschau, ein Torwart. Ja, Torwart brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ah ja, schwierig, ne? Schwierig. Douglas Santos. Ja, wir lassen erstmal die Finger davon. Ich möchte aber hier wissen, was ist mit ihm hier? Ach so, der ist über dem Höchstalter dieses Wettbewerbs. Hä? Der darf nicht in der U19 spielen, obwohl er 19 ist. Okay, dann... Wir verschieben den erstmal in die erste Mannschaft jetzt. Wir verschieben den in die erste Mannschaft. Er darf bei der U19 nicht spielen, deswegen hat er auch nicht gespielt. Ah, finde ich ein bisschen blöd. Ja, haben die blöd gemacht. Ich meine, der ist ja 19, also eigentlich ist er auch spielberechtigt. So, Rode möchte immer noch keiner haben. Nsoki geht auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Das ist sehr gut. Die Ausleihe hat also funktioniert. Akzeptiere ich natürlich auch. Dauerkartenabsatz, ja, nicht ganz gereicht, wie die es prophezeit haben. Ich glaube 500 zu wenig, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nsoki ist, glaube ich, auch hier. Oder ist er in der zweiten gelandet? Nee. Ist er etwa in der ersten gelandet? Ist er überhaupt schon hier? Ist jetzt die Frage. Vielleicht muss ich noch einen Tag warten. Der wird halt nur ein Jahr ausgeliehen. Er ist auch nur für die zweite Mannschaft gedacht. Also nichts Krasses, nichts Besonderes. Özil beendet Nationalmannschaftskarriere, das ist nicht schlimm. Okay, sichert sich die Laie. Jetzt ist er anscheinend erst angekommen. Genau, da ist er. Und wir lassen ihn auch erstmal drin für kurze Zeit. Marco Reus ist auch am Start. Und Sebastian Schimmelbimmel ist auch am Start. Beendet seine Karriere. Im Ernst? Lukas Piszczek beendet seine Karriere. Aber der ist ja noch da, ne? Der ist ja noch ein bisschen da. Karriereende am 30.06.2020, also zwei Saisons spielt er noch und dann ist Lukas Piszczek weg. Kriegen wir also auch kein Dings mehr, kann man mit dem reden? Rücktritt überdenken. Ja, wir lassen ihn erstmal so. Mit dem Rücktritt, da reden wir noch mit ihm. Okay, Piszczek und Reus sind wieder aus dem Urlaub. Was heißt das hier? Zufrieden, wie sein Trainer Rafael Guerrero behandelt. Ah ja. Positiv darauf.
zufrieden. Ja, die sind zufrieden, wie ich mit Guerrero umgehe. Weil das so nicht geht. Und das Mannschaftsgefüge steht und Guerrero benimmt sich daneben. Das haben die eingesehen. Das ist schön, das freut mich. Nsoki wird natürlich bald wieder woanders hin versetzt, aber ja, Vorvertrag, sehr schön. Der hat schon mal unterschrieben. Trainingsbericht, Lars Ricken, unser Jugendtrainer. Antizipation ist hochgegangen, Nervenstärke und hier einiges verbessert. Sehr schön, sehr schön. Da können wir auch gleich mal leidenschaftlich unseren Spieler loben. Erinnerung an Co-Trainer übergeben. Okay. Sportfreunde Lotte. So, Böhmer hat auch seinen Vorvertrag unterschrieben. Sehr schön. Scouting. Scouting ist ja immer interessant. Da kann immer mal wieder jemand Neues dazwischen rutschen. So wie er hier. Ich glaube, der war noch nicht dabei, aber der ist leider auch schon wieder zu alt. Odoi Baye. Ja, diesmal nichts Interessantes. Kann spielen. Kein Fitnesstest erforderlich. Und die scheinen jetzt auch tatsächlich beide wieder voll im Soll zu sein.